Ja, wird gehen. Hau rein. Herzlich willkommen bei den Piratenhagen. Heute ist es wieder soweit. Die Piratenhagen starten in ihrem vierten Wahlkampf. Im Gegensatz zu den anderen Malen ist es aber heute ein ganz besonderer Wahlkampfauftakt, weil wir präsentieren gleichzeitig unsere neue Geschäftsstelle. Nach dem letzten erfolgreichen Wahlkampf mussten wir unseren Dirk in den Landtag abgeben. Zum Dank dafür sorgt er mit seiner monatlichen Spende dafür, dass wir diese tolle Geschäftsstelle betreiben können. Es hat zwar alles etwas gedauert, aber nun haben wir Hagen es endlich durch viel Engagement geschafft, diesen Raum zu einem gemütlichen Ort herauszuputzen, in dem wir viel arbeiten, aber auch viel feiern werden. Ich denke, für die große Einsatzbereitschaft können sich die Hagener mal selber auf die Schulter klopfen. Ja, mach mal. Besonders froh bin ich, dass unsere Spitzenkandidatin aus NRW. Stehst davor, genau. Und auch Seuzen, unsere NRW-Wahlkampfkoordinatorin, bei uns sind. Und natürlich freue ich mich über alle, die gemeinsam mit uns den Wahlkampfauftakt feiern. So, eigentlich hatten wir vor, der Geschäftsstelle heute einen Namen zu geben und sie zu taufen, aber wir konnten uns leider noch auf keinen einigen und deshalb lassen wir das einfach mal ein bisschen offen. Gertrud ist auch schlecht, glaube ich. Ist ja so. Hier. Bitte? Nein, das haben wir auch nicht, das wollen wir auch nicht. So, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl und ich gebe jetzt einfach ab an Dirk, der sagt auch noch ein paar Worte. Block 1 hier. Ich habe 5 Minuten nehme ich nicht voll. Ja, 5 Minuten kommt die Klinge. Ich sollte auch noch ein paar Worte sagen. Eigentlich hatte ich gesagt, ich möchte nicht, aber ich wurde dann gezwungen. Dann hat die Kerstin gesagt, ja, dann läuft doch noch das Buffet zumindest. Das ist falsch. Auch jetzt dumm gelaufen, jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Das ist dann Bock mehr, als ich dachte, ist noch recht voll geworden, die Brüchen sind noch da. Wir haben noch welche da, aber es kann noch gestudiert werden. Also ich bin wirklich froh, dass wir die Geschäftsstelle, die wir haben. Das ist auch sehr schön geworden. Hat die Kerstin schon ganz gut gemeldet hier. Mein Dank wirklich an alle, die mitgeholfen haben. Ich persönlich habe ja tatsächlich auch aufgrund der örtlichen Entfernung, die ich jetzt halt habe, so tatkräftig nicht so wirklich viel mithelfen können. Von daher ein Dank, auch mein Dank an alle, die es gemacht haben. Die Küche gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Auch wenn sie meinen, nicht wollten. Ja, die mit dem Herd und der Mikrowelle, aber gut, ist sehr schön gemacht. Wir wussten nicht, in welcher Garage sie lagen. Achso. Ich hoffe ja dann tatsächlich für die Zukunft, dass dann auch mal wirklich, dass ich diese Räumlichkeiten auch nutzen kann und dass auch wirklich interessierte Bürger kommen. Gerade jetzt im Wahlkampf ist es vielleicht unwichtig, auch mal ein bisschen ranzutreten, mal ein bisschen die Themen nach außen zu transportieren an die interessierten Bürger und. Von daher ist es hier eine schöne Sache, als Ansprechpartner für die Gegend hier zur Verfügung zu stehen. Wenn sonst nichts mehr ist, dann wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Ich glaube, die 5 Minuten sind gleich um. Meinst du, ich habe noch ein bisschen? Ach, verdammt. Nee, das war schon. Das ist hier. Ganz ehrlich, ich habe jetzt Schluss. Ja, gut. Okay. Ich bedanke mich und dann machen wir noch einen schönen Abend und trinkt nicht so viel, ihr müsst noch fahren, ne? Don't drink and drive und so. Auf geht's.